Okay, ich habe mich doch mal wieder dran gesetzt, Dead Space weiterzuspielen. Ich hatte irgendwie eine Weile nicht so richtig Bock, mehr Bock auf andere Sachen und ich wollte jetzt eigentlich auch erst was anderes. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Einfach, was ist das denn? Boah, ey, diese Videos in dem Spiel, die erschrecken mich. Das gibt's doch nicht. Ey, das ist, ich habe keinen... Ah, ich habe ein Medipack. Gut. Habe ich noch mehr Medipacks? Nein, habe ich nicht. Ich habe Luftkanister, ich habe Stasepack, ich habe Strahlenmunition. Das Einzige, was ich eigentlich habe, ist Munition. Wie hieß die Kanone? Sag es mir, sprich es aus, es ist die Energiekanone. Welcome to the Mining Deck. Oh yes, welcome. Hier so ein kaputter Planet. Ach, gecrushed von diesem C. Ja, die machen Planeten kaputt, die Minen. So. Muss man sich ein bisschen... Oh, da ist so ein Gas, so ein Helm. So, ah, okay, ich trage eh einen Helm demnach. So giftig scheint es ja hier im Moment nicht zu sein. Ich kann ja immerhin noch atmen. Also im Moment ist noch alles ganz... Kann ich aufmachen? Ja, aufmachen. Strahlenmunition. Ja, immerhin ein bisschen mehr von dem Zeug. So, ein bisschen... an die Steuerung gewöhnt und diesmal könnte ich mir vielleicht auch tatsächlich merken, dass ich Stase im Kampf einsetzen kann und dann ich letztes Mal ja immer ganz selten gedacht habe. So, ich könnte die, na egal, ich könnte die Vorhänge zuziehen, habe ich gerade gedacht, aber ich glaube, die flüstern eh immer wieder dasselbe. So, hier wird doch jetzt bestimmt gleich irgendwas auftauchen. Sag mir doch mal, in welche Richtung ich muss. Geradeaus durch. So, ich werde hier aber nicht stumpf geradeaus durchrennen. Da ist ein Aufzug. Oder... Ich habe schon gesagt, irgendwas gehört, aber... Ist es ein Medipack? Yes, Medipack. Schöne Sache. So, hier sind auch genug. Energiekanone. Und... Ripper klingen, yes, war da, hat er irgendwas anderes? Wow. Kommt da was? Nee, doch nicht. Er wollte mir nur Angst einjagen. Ja, ja. Das macht er. Das macht die Ishimura gerne. Ah, da ist was. Das ist meine Energie. Und sonst ist hier nichts. Dann rennen wir auf die andere Seite. Caution. Sensitive electric devices. Ja, auf jeden Fall. Hier, mach auf. Plasmaenergie. Hier liegt nichts spannend. Also, hier werde ich jetzt erstmal nach dem Boss letztens ein bisschen mit Zeug versorgt. Aber mal gucken, ob ich Knoten habe. Ich habe keine Knoten. Dann lass stecken. Auszurüstung. Reparieren, aufbessern. Reparieren, die geht ja nicht kaputt. Monorail Station, da werde ich auch nochmal wieder hin zurückkommen. Ah, warte, zum Shop. So. Ich habe 32.000 Credits. Aber irgendwas allzu Spannendes gibt es hier, glaube ich, nicht. Brennstoff in Flammenbefänergie, Ripper Klingen. Medipack, Stasepack. Ich glaube, ich kaufe mir ein paar Ripper-Klingen. Ja, noch ein Paket. Da kommt noch ein... Ah, jetzt habe ich... Egal. Und ich nehme mir aus dem Safe die Plasma-Energie mit. Und die Strahlenmunition nehme ich mit. Und Impulsprojektile. Ich habe keine Impulswaffen. So, jetzt gucke ich... Werfe ich einen Blick in mein Inventar. Und es ist... ein gutes Stück voller, ja. Nicht überwältigend voll, aber
ein gutes Stück voller. So, ich wäre dafür, neuen Anzug jetzt direkt zu kriegen. Hier so, eigentlich ist es nicht nötig, hier jetzt schon zu speichern. Aber ich will sicher gehen, dass das ganze Zeug, das ich jetzt eingesammelt habe, dass ich das nicht nochmal einsammeln muss. Das war jetzt nicht so extrem spektakulär. Oh, 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 oh. Jetzt kommt's. Oh, da. Jetzt werde ich von dem Kerl abgelenkt, während ich von ihnen angegriffen werde. Nein, werde ich nicht. Okay, also ihm scheint es gut zu gehen. Ihm hat eins von den Viechern den Arm abgehakt. Aus irgendeinem Grund ist das Schürfunterdeck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Ja, versuch mal das System zu... Boah, der zappelt mir zwischen den Beinen rum. Ich hasse dieses Rumgezappel. Ah, geh weg. Aber will ich jetzt die Energiekanone weiter benutzen? Oder... dafür muss ich die ja eigentlich ziemlich nah nicht ranlassen. Energiekanone habe ich noch einiges an Schuss. Ja, lass mal halt ich benutze die mal. Vorbereitung. Muss ich da hin? Warte mal, ich guck mal auf M. Nach unten muss ich ziemlich, glaube ich. Dann. So. Ich bin jetzt gerade da, wo es los. Also zur Wartung. Okay. So, ab nach unten. Wo der Kerl herkam. Oh, hier ist hinten offen. Hier ist. Wow! Bam! Weg. Oh, das war ja. Ah, weg. Nein, 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 nein. Ah. Da scheint die Energiekanone aber eine ganz. Wow. Mann, verdammt, seh ich so. So. Nein! Mann, wieso fallen? Der fällt alle. Ah. Mann. Boah. Okay. Jetzt bin ich aber mit ziemlich vielen. Lebt ihr noch alle? Geht es euch gut? So, jetzt. Boah, dass die alle rumzappeln müssen. Ey, komm. Ruhe, Ruhe. Lebst du noch? Da ist noch irgendwo was. Da kommt noch was. Ich weiß es doch. Es grunzt doch. Mann. Steckt der nur in der Wand fest oder ist der. Mann. Auf zu zappeln. Ah. Okay. Ich entspanne mich jetzt mal und, ich habe wieder Leben verloren. Das. Und toll. So, wir sind angekommen. Hör auf zu zappeln, mein Gott, ey. Ich schlag dir alle Gliedmaßen ab. So. Boah, mein Gott. Dieses Gezappel. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Andere Waffe. Nein, nein, nein. Lauf schneller. Lauf, Lampe, lauf. Stirb, Schlampe, stirb. Oh nein, da ist noch einer. Wow, was leben die jetzt? Was zur Hölle? Mein Gott, der lebt ja immer noch. Ach, verdammt. Wow. Geht's dir auch wirklich gut? Ich habe nur versucht, dir zu helfen. Bleib ganz ruhig. Du musst dich entspannen, Monster-Negromorph-Viech. So, jetzt wirst du erstmal durch auf dem Boden und jetzt werde ich gehen und gucken, ob ich jemanden finde, der dir helfen kann. Was ist das denn? Wow. Das war eine ordentliche Druckwelle, die hat alles zum Schaukeln gebracht. Boah, ich hasse diese Viecher. Die hasse ich echt am meisten. Dr. Klein, was zum Teufel? Zurück! Noch einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security! Ah, Teamwork improves security, oder safety? Stand da gerade auf dem Ding? Ich habe schon wieder direkt vergessen. Auf jeden Fall. Ah, da ist wieder so ein Kinetik-Zeug, ne, ich
Wow, 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 wow. Geht's? Wow. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich glaube, dir geht's ohne Kopf echt besser.